Schönen guten Abend. Wir wollen heute über Protokolle sprechen. Und zwar nicht über einzelne Protokolle, sondern über einen Protokollstapel. Und ja, wir haben ja gesagt, Protokolle sind ein zentrales Thema der Netze. Und die Protokolle, ja, das ist nicht ein Protokoll, sondern wir haben eine ganze Reihe von Protokollen, damit Kommunikation funktionieren kann. Und diese Protokolle, die müssen zusammenarbeiten. Und das funktioniert in einem Stapel, gell? Und wir haben da schon gesagt, es gibt da zwei ganz berühmte Protokollstapel. Das eine, das ist das OSI-7-Modell, gell? Also ein theoretisches Modell, sehr schön geschrieben. Und ja, in allen Texten zu Netzwerken geht man ja auf dieses Modell ein. Und ja, wer das verstanden hat, der hat die Aufgaben der Netze ja eigentlich sehr gut erkannt, gell? Aber ja, das gibt es nicht, gell? Also das ist nie implementiert worden, gell? Also der eigentliche Protokollstapel, der erfolgreich gewesen ist, ja, das ist dieses TCP/IP. Dieses TCP/IP, das ist ein Protokollstapel. Ja, dieser Protokollstapel ist etwas einfacher aufgebaut als OSI-7, etwas pragmatischer, und er hat sich absolut durchgesetzt, weil außerhalb von diesem TCP/IP-Protokollstapel gibt es eigentlich nichts mehr. Gell? Also alles andere ist verschwunden im Laufe der Jahrzehnte. Und ja, und bevor wir da einsteigen und dieses Dinge da ein bisschen betrachten, was die Aufgaben sind, was hier, welche Protokolle drinnen sind, gell, wollen wir ja mal das ein bisschen begründen, warum, wieso, gell. Und ja, jemand sagt eben, das ist dann dieser Protokollstapel, jemand anders sagt auch, das ist das Schichtenmodell, gell. Also ein Schichtenmodell, weil diese eben Schicht für Schicht übereinander liegen diese Protokolle und dann eben einen Stapel dann bilden, gell? Aber ja, es ist egal, gell, ob da jetzt jemand Protokollstapel sagt oder Schichtenmodell, gell? Also es handelt sich immer um das da, gell? OSI-7 oder TCP/IP, gell? Oder vielleicht auch was anderes, gell? Aber in den meisten Fällen spricht man von diesem oder von anderen, gell? Ja. So, bevor wir beginnen. Protokollstapel, warum? Gell? Ja, man hätte ja einen machen können. Gell? Also ein Stapel, ja, nein, ein Protokoll und alles in dieses Protokoll hinein. Gell? Fertig. So. Eines, gell, für alles. Das wäre aber sehr komplex gewesen. Gell? Also das wäre nicht so toll. Also hat man die Aufgaben, die man für die Kommunikation in einem Netzwerk braucht, ja, so ein bisschen geteilt, gell? So wie ein bisschen wie Fließbandarbeit, gell? Also ja, wer da so ein Auto baut, gell? Das Auto, das wird auch nicht von gleich nach wird er begonnen und beendet, gell? Ja, höchstens der Ferrari, gell? Aber ja. Aber normalerweise, gell? Normalerweise arbeiten immer viele dran, so wie Fließband, gell? Und der Protokollstapel ist auch so ein bisschen wie hier am Fließband, gell? Also die Daten werden dann Schicht für Schicht weitergegeben, modifiziert, verarbeitet, ergänzt, gell? Um dann schlussendlich übertragen zu werden, gell? Und das, ja, das wollen wir mal so ein bisschen begründen, gell? Und zwar, wenn wir da mal schauen wollen, stellt euch mal vor, gell. Stellt euch vor, gell, der Mr. President, gell, der Trump, gell, der amerikanische Präsident, der US-amerikanische Präsident und der russische Präsident, gell, der Herr Putin, gell, die hätten sich mal was zu sagen. Gell. Ja, da schauen wir mal. Also, da haben wir den Mr. Trump, gell, so. Und da haben wir den Mr. Putin, so. Und die haben sich was zu sagen. Jo, jetzt haben wir ein Problem. Gell? Weil der Mr. Trump, gell, also das ist da ein US-amerikanischer Cowboy. Und als solcher, gell, da spricht er, gell, US-amerikanisches Englisch.
Und der Mr. Putin, gell, das ist ein Russe, gell, ein waschechter Russe. Und als solcher, gell, da spricht er Russisch. Und der Mr. Trump und der Mr. Putin, gell, die verstehen sich dann nicht, gell. Ja, verstehen sich so auch nicht immer, gell. Aber ja, würden sie sich verstehen, gell, dann würden sie sich trotzdem nicht verstehen. Also brauchen der Mr. Trump und der Mr. Putin solche Übersetzer, Dolmetscher, gell? Ja, also da braucht man einen Dolmetscher. Dann gehen wir eine Schicht machen, gell? Eine Schicht der Dolmetscher. So. Und ja, schön. Jetzt haben wir also den Mr. Trump und der Mr. Putin und die haben jeweils ihren Dolmetscher dabei, gell? Ja, wir könnten ja auch einen nehmen, gell? Aber der Mr. Trump, der würde nicht auf den Dolmetscher des Mr. Putin vertrauen und umgekehrt auch nicht, gell? Also nee. Hat schon jeder seinen, gell? Ja, jetzt könnten wir kommunizieren. Ja, jetzt hätten wir aber ein Problem. Weil der Mr. Trump, der wohnt im Weißen Haus, in Washington, gell? Und der Mr. Putin, gell? Ja, der wohnt im Kreml in Moskau. Gell? Ja, da können sie da schon laut rufen, gell? Aber sie hören sich trotzdem nicht. Da könnte der Trump auch trampeln. Gell? Das nützt nichts, gell? Weil in Moskau hört man das nicht, gell? Ja, die brauchen da noch was. Die brauchen ein Telefon. Gell? Vielleicht das rote Telefon. Gell? Also, wir brauchen ein Telefon. So. So. Und ja, mal schauen, das ist jetzt so. Das ist das US-Telefon. Und dann haben wir dort ein, ja, das ist das russische Telefon. So. Okay. Ja, und das ist da, ja, das Telefon, das ist für uns dann in der Kommunikation ein bisschen wie in den Netzwerkschichten der Physical Layer, gell? Also das Telefon. Dort haben wir Kommunikation. Dort haben wir Austausch, gell? Also, hier findet die eigentliche Datenübertragung statt. Ja, aber wie geht denn das? Kommuniziert der Trump mit dem Telefon des Putin? Nee. Und auch der Putin nicht mit dem Telefon des Trumps. Der Trump und der Putin, die haben sich eigentlich was zu sagen. Es heißt, die Kommunikation, die erfolgt horizontal zwischen Trump und Putin. Also nicht zwischen Trump und dem Dolmetscher von Putin. Gell? Nicht so. Sondern der Trump und der Putin, die haben sich was zu sagen. Und ja, und der Dolmetscher, spricht der Dolmetscher mit dem anderen Politiker? Nee, der Dolmetscher spricht mit dem Dolmetscher. Also, die Kommunikation erfolgt Dolmetscher zu Dolmetscher. Und das Telefon spricht mit dem anderen Telefon. So, also die Kommunikation, also dieser Vorgang des Informationsaustauschs, der erfolgt horizontal. Gell? Also die Kommunikation erfolgt horizontal. Okay, also das da, das ist die Kommunikation. Die erfolgt horizontal. Aber wie erfolgt der Datenfluss? Der Datenfluss erfolgt im Stapel vertikal, gell? Weil die Daten, ja, die Daten, die wir hier übertragen können, ja, die gehen hier schon vom Trump zum eigenen Dolmetscher und von dem zum Telefon, gell? Also haben wir einen Datenfluss, der vertikal ist, gell? Also wir haben Daten, die werden vertikal weitergegeben von Schicht zu Schicht. Und zwischen den Schichten, da
Dort haben wir Schnittstellen, gell? Also eine unsichtbare Schnittstelle zwischen Trump und dem Dolmetscher und zwischen dem Dolmetscher und dem Telefon dann, gell? Okay. Also der Datenfluss, der erfolgt vertikal im Stapel und wirklich nur im untersten Layer, im Physical Layer, weil in dem Fall beim Telefon, erfolgt ein Datenfluss, der dann auch horizontal ist. Gell? Okay, also die Kommunikation erfolgt Schicht für Schicht horizontal, der Datenfluss, der erfolgt vertikal und nur auf der untersten Schicht erfolgt dann auch eine horizontaler Datenaustausch, gell? Also die Daten fließen so. Und das ist jetzt eigentlich das wichtigste Konzept in diesem Schichtenmodell. Und wenn man verstanden hat, wie der Putin und der Trump miteinander kommunizieren, ja, dann ist die ganze Netzwerktheorie eigentlich schon verstanden, gell? Also der Putin und der Trump erleichtern uns das Leben. Ja, und das da, das ist dann die Grundlage dessen, was wir dann wiederfinden. Also, wenn wir hier OSI7 zum Beispiel öffnen, gell, dann finden wir genau das wieder. Wir finden dann die ganzen Schichten und auf welchem Layer gehen wir effektiv horizontal Daten übertragen auf dem Physical Layer, gell? Ja, das war der Einstieg in das Schichtenmodell oder in die Protokollstapel, gell? Und damit werden wir dann in den nächsten Stunden dann auch arbeiten.